Paukenschlag beim TSV 1860 München. Ricardo Muniz ist nicht länger Trainer der Löwen. Nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Sandhausen wurde der Niederländer mit sofortiger Wirkung beurlaubt, wie der Verein per Pressemitteilung bekannt gab. Nur 6 Punkte holte Muniz mit den Löwen in 7 Spielen. Von Beginn an herrschte Unruhe im Team. Infolge der Taxi-Affäre wurden 5 Spieler suspendiert, einschließlich dem von Muniz als Kapitän ernannten Julian Weigel. Publikumsliebling Gábor Kiray wechselte anschließend zum FC Fulham. Bis auf Weiteres wird Muniz Co-Trainer Markus von Aalen das Training leiten. Seine Chancen, langfristig Cheftrainer der Löwen zu bleiben, scheinen nicht schlecht, wie 1860-Sportchef Gerhard Poschner auf einer extra einberufenen Pressekonferenz erklärte. Von Aalen wird definitiv am Freitag auf der Bank sitzen. Er kennt die Situation, kennt den Verein. Mein einziger Ansprechpartner ist momentan Markus von Aalen. Natürlich hat es ihn auch überrollt. Wir werden uns anschließend zusammensetzen und über die Situation sprechen. Er hat nicht nur die Möglichkeit, sondern er ist momentan Cheftrainer. Natürlich besteht die Chance, dass er es bleibt, aber ich möchte dem Gespräch nicht vorgreifen. Wir haben in 48 Stunden ein sehr wichtiges Spiel. Unser einziges Ziel ist momentan, das Spiel möglichst erfolgreich zu bestreiten. Für Van Aalen heißt es nun, wie für fast alle Trainer, nur Punkte zählen.